So, YouTube, es gab ja schon lange kein Video mehr und das, ich glaube, da vermissen schon einige Leute ein paar Videos. Aber ihr könnt jederzeit bei uns auf Twitch vorbeischauen. www.twitch.tv/germanrepair, wenn ich mich nicht täusche, müsste es sein. Und da seht ihr eigentlich regelmäßig Streams, falls ihr was vermisst, falls ihr mal gucken wollt, schaut doch einfach ganz gerne mal vorbei. Fragen stellen ist erlaubt, aber nicht übertreiben, ne? So, was haben wir heute? Wie ihr wahrscheinlich schon den Titel nehmen werdet, haben wir heute eine 3090. Die ist beim Versuch, da haben wir sie, auf Wasserkühlung umzubauen. Leider was schief gegangen. So war die Aussage vom Besitzer. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Backplate ab. Vielleicht sehen wir die Stelle schon. Und zwar hat er mir die auch fotografiert. Das war hier in dem Bereich. Da hat er versehentlich ein paar Kondensatoren weggeschoben mit seiner Wasserkühlung irgendwie. Schauen wir mal nach. Ich zerlege die Karte mal. Hier unten irgendwo was, da sehen wir schon den Übeltäter, den er sich verabschiedet hat. Ich zeige euch aber einmal ganz kurz hier mit dem Mikroskop, also mit unserem super krassen China-Mikroskop. Raus. So. Ihr seht jetzt hier, ich muss mal kurz das ein bisschen runter machen. So. Ihr seht jetzt hier so ein Loch, also so eine typische Verschraubung. Und ihr seht auch da eine extreme Eindellung, ne? Hier. Da so, extreme Eindellung. Das Problem ist, wenn ihr hier die Schrauben zu fest zieht und ihr euch hier den Kühler, der auch gar nicht richtig saß, diese Verschraubung, die ist ein Stück nach innen gerutscht, deswegen hat er sich wahrscheinlich auch den Widerstand, den Kondensator abgerissen. Wenn ihr das zu fest schraubt, kann sein, dass ihr euch hier das PCB einreißt und dann zum Beispiel hier das PCB so weit einreißt, ein Stück nach oben rutschen, dass es hier oben auf den DR-MOSFET hier reinreißt. Und das wäre für euch nicht so geil. Ist eher semi so geil. Aus, ja. So, beiseite packen. So, und jetzt hat er sich hier unten ein Kondensator abgerissen und der ist von der PCI Express Lane. Heißt, wenn wir die Karte jetzt am X1 anschließen, würde die Karte theoretisch funktionieren. Steckst du die Karte in den Mainboard mit X16 Anschluss, kann es sein, dass die Karte sich vielleicht sagt, okay, wir binden jetzt bloß an X1 oder X4 an, je nachdem für was hier hinten der hintere Layer ist, also der nicht Layer, der hintere Kondensator, der fehlt, für welchen Layer-Anschluss der ist. Aber im Normalfall ist es dann eben so, dass die Karte sich dann eben quasi sagt, ey, ich funktioniere einfach gar nicht mehr und gut ist. Ich zeige es einfach mal. Wir haben ja hier das super krasse Mittel dafür. So. Ich zeige es euch. Keine Sorge, ich schalte gleich um. Ich muss nur kurz die Kamera ausrichten dafür. So. Ich schalte es rüber. Bop. Da haben wir es. Der kleine Kollege, den hat er sich abgerissen. Da können wir froh sein, dass er sich das Pad nicht abgerissen hat. Weil wenn er sich das Pad abgerissen hätte, hätten wir jetzt ein etwas größeres Problem. Aber kein Problem, das können wir wieder neu verlöten alles. Ihr seht jetzt hier, geht der Trace lang. Trace sieht auch noch heiler aus, nichts weggerissen. Hier sieht das Trace relativ heiler aus. Auch kein Problem. So, mal einmal die Spitze ein bisschen sauber machen. Und ihr seht, wenn wir jetzt dieses Trace hier verfolgen, ich versuche es mal zu machen. Wir verfolgen das Trace mal. Also die Leiterbahn quasi. Die geht hier so drunter lang. Kommt dann hier unten raus und geht dann hier zum Slot irgendwo hin.
Jetzt muss ich kurz gucken. Der hier. Ich glaube, müsste hier oder da sein. Ich sehe es gerade nicht so gut. Hier, der. Da geht's rauf. Ist halt schwierig mit dem China-Ding. So, da geht's jetzt drauf. Die Trace geht dann hier wieder hoch. Kommt hier hoch. Und wenn die fehlt, fehlt eben eine Datenverbindung in Richtung GPU vom Mainboard. Und wenn die fehlt, dann gibt es halt kein Bild mehr, ne? So, ich würde sagen, ich besorge mal schnell einen Spender. Express haben wir da. Alles gut geschwärzt, alles richtig gemacht. So, verbaut sind dort bei einer 3090 normalerweise 0,22 Mikrofarad, 6,3 Volt, 0,22 Mikrofarad haben wir quasi überall, da hat sich nichts geändert. Schieb's mal beiseite, da können wir uns eine x-beliebige Karte schnappen. Ich nehme mir mal hier eine olle 10. Was bist denn du? Bist du eine 1080 oder sowas? Oder 1070? Nehmen wir die mal nicht. Nehmen wir mal einfach hier, die sieht kaputt aus. Die war, glaube ich, auch kaputt. Da können wir uns einen mopsen. Der sollte auch da ungefähr hinpassen von der Größe. Ich schalte einmal um, dann seht ihr genau, was wir jetzt machen. So, ich löte mir jetzt hier einen ab, da unten. Die ganzen Plasterhalter, ich weiß gar nicht, wozu die da unbedingt bei sein müssen. Keine Ahnung. Aber lassen wir alles so. Da nehmen wir auch nichts weg. Der wird bestimmt brauchen. Ich packe mal das Mikro weg. Das Mikroskop. So. Dann spatzen wir den Kollegen einfach mal wieder zusammen und schauen mal, ob die Karte wieder an X16 komplett anbindet. Und wenn es das war, dann geht die Karte. Denk mal am Sonntag, wenn ich da wieder unterwegs zur Paketstation bin. Geht die Karte denn mit wieder zum Besitzer?